Sonst gibt es hier nichts, aber ich habe da unten irgendwo schon so ein passendes Konstrukt da. Das. Ich glaube, das müssen wir theoretisch, müssen wir das nur hochbekommen. Haben wir da vielleicht hinten noch Düsen? Wobei wir könnten... Im Endeffekt sollten wir bei unserem Fahrzeug bleiben. Ich glaube, das ist die safeste Methode. Nope, da ist nichts. Vielleicht bekommen wir da vorne nur da Düsen oder so bekommen, dann können wir zumindest schneller vorwärts bewegen. Die Kleinen. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Ah, die hinterlassen nur kleine Sachen. Oh. Was wir richtig gut brauchen. Oh, da sind sie. Wir holen die jetzt mal da einzeln runter. Eigentlich. Müssen da nicht einzeln sein. So, links und rechts jeweils eine, dann sind wir gut platziert. Stellen wir das noch richtig auf in die Richtung. Nice! So muss man reißen. So muss man reißen. Oh, da geht's ja. Hä? Mir ist ganz. Wir sind erst in ein Loch gefallen. Wir sind. Ist mich verarschen, Spiel. Ich habe gedacht, das ist nur so ein kleiner Graben und dann können wir da drüben wieder hochfahren oder so. Seriously, das habe ich gedacht. Please, let's klettern. Kurz rasten, weiter hoch, kurz rasten, weiter hoch.
Wir schaffen das. Oh, shish. Drüben. Bläh. Und stopp. Wir schaffen das. Hä? Da hinten schon wieder. Ja, den Markierungspunkt kann ich entfernen. Danke. Irgendwo hier? In die Richtung war das neue Ding. Wie ich es halt einfach nicht mehr sehe. Theoretisch könnte man den bekämpfen. Wow. Theoretisch könnte man ihn bekämpfen. Praktisch würde ich gern wissen. Das wäre wohl die Waffe meiner Wahl. Rüstung müsste sehr stark auf Angriff gehen. Komplett. Und Leben müssten wir etwas für die Abwehr auch nehmen. Elektroschutz, Rutsch, Tempo. Hä? Das ist das Ding. So. Oh. Holy shit, holy shit, holy shit. Wasser, komm her! Wasser, komm her! Wasser, komm her! Wasser, komm her! Wasser, komm her. Nice, mit dem Wasserschutz kommen wir ein bisschen aus. Wasser, komm her.
Ich habe nämlich keine Pfeile mehr. Oh, ich habe noch Pfeile. Ah, zweites Schild ausrüsten, hätte ich gesagt. Oh. Okay, er ist down. Wasser, komm her. Nice. Wasser, komm her. Wasser. Wasser. Ja, nice. Oh. Ich wollte das einfach machen. So. Ja, weg damit. Bestienbogen, nice. Schild. Was haben wir hier? Bestienschild. Was hat denn innen für ein Schild? Was ist das? Ich glaube, das kann ich. Und den können wir mit dem Schild fusionieren. Nice. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jetzt irgendwie überlebe. Ah, da hinten ist die Wurzel. Oh, wie cool. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, mittlerweile zeige ich unsere Skills, die haben sie ordentlich verbessert. Da soll noch einer was sagen. So Step by Step merkt man einfach, wie man besser wird. Langsam und sicher. Aber dieses Wildschwein, weil das ist ja kein Löwe, das ist sicher ein Wildschwein. Dieses Wildschwein da, heftig. Jetzt kommt's mir erst, Moment. Moment. Ganondorf ist doch ein Wildschwein, oder? Also Ganon ist auch ein Wildschwein nachempfunden. Das heißt, vielleicht ist Ganon der Löwe. Die Wurzel hat das Lunkel vertrieben. Nice. Kann man eigentlich noch was erhalten? Ein Ritterschwert. Ach, wie schön, ein Ritterschwert. Also mit der Keule wollten wir weiterreißen. So, genau. Da unten waren wir, oder? War das das Loch, wo wir waren? Hm. Kann ich mir sagen. Aber ich glaube, irgendwo hier. Ach, das ist ein See. Ah.
ich muss jetzt hier rüber. Ich muss sowieso an diesem See theoretisch vorbei. Risky. Risky. Das wird sich gut treffen da drüben eigentlich. Aber in der Umgebung gibt es nichts zum Fliegen. Lauf einfach hier entlang. Und gleiten. Wenn man nicht fliegen könnte, müssen wir gleiten. Kurz durchatmen. Oh, bei der Wurzel drüben können wir noch recht hoch. Und wir dementsprechend auch ein bisschen weiter fliegen. Natürlich passiert das ausgerechnet jetzt. Jetzt habe ich so einen blendenden Kampf gegen diesen... gegen diesen Löwen gemacht. Gegen den Leunen, so heißen die. Und dann muss ich genau bei dem Baum jetzt scheitern. Ja, hervorragend. Genauso kann ich, stelle ich mir das immer vor. Ich gehe da einfach jetzt rundherum. Come on. So viel Miasma kann da gar nicht sein. Ja. Sag ja, ist doch so wesentlich leichter. Jetzt versuche ich jeden Baum zu erklimmern. Leben? Hm, muss irgendwas wieder braten oder so. Oha, ich sehe gerade, da kommen wir gar nicht so hoch wie erwartet. Gerade, wir müssen wirklich fliegen. Und dass da unten nicht so nach Boss aussehen würde. Es sieht halt einfach so... Mhm. Sag ja, es sieht so stark nach Boss aus. Kommen wir da hoch, ohne dass uns der... Kann ich da irgendwie abruhen? Oh nice, ich kann das sogar auf dem Ast ruhen. Kamera? Kamera? So, wir haben gesagt, wir können die auf die Äste abruhen.
Wir vertrauen gerade einfach der Finsternis, dass uns niemand bemerkt. Einfach der Finsternis vertrauen. Die werden schon irgendwo abstürzen. Da können wir sogar noch was kloppen. Okay. Wenn es schon so präsentiert wird. Wir haben noch die Maske dafür. Ich versuche so nah wie möglich zu sein, dass ich so hoch wie möglich komme. Oh, sieht nicht so schlecht aus. Das sieht optimal aus. Wir brauchen dringend wieder diese Donnerblumen. Ohne die, also wir haben den Leuten jetzt geschafft, wenn wir die Donnerblumen hatten, ja. Aber alles andere, uff, schwierig. Ich glaube, diesen Ansauger-Ding, ich hätte noch eine Idee, wie wir den machen könnten. Aber den könnte man theoretisch mit den Bomben aus den Sonanium-Bauteilen machen. Da gibt es ja auch welche. Ich weiß nicht, ob ich welche von dir auf Lager habe. Das können wir gleich nachsehen. Da hinten ist auch wieder ein Konstrukt. So. Haben wir Sonanium-Bomben? Nope. 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 Hä? Wie jetzt? Ich komme hier nicht weiter? Ich hab gerade wieder so ein Déjà-vu. Ist jetzt in der Mitte ein riesiger Spalt, oder wie? Oh, eine riesige Wand? Ich mich einfach nur gern. Ja, hier ist eine riesige Wand in der Mitte. Das heißt, ich muss jetzt Richtung Süden der Wand entlang. Ja. Das ist der Ausweg. Donnerblumen. Hat sie schon rentiert. Eine Donnerblume ist besser als keine Donnerblume. Hat schon meine Oma immer gesagt. Eine Donnerblume besser als keine Donnerblume. Jetzt müssen wir wieder zu den Schrein und dann kommen wir da irgendwo hoch. Da ist quasi die Markierung. Perfekt. Oh. Blickert, können wir da hinten? Hinten kommen wir hoch und dann kommen wir da eigentlich ganz vor. Achso, Moment, das ist dieser Weg. Wir müssen da vorne sowieso hoch. Ja, dann nehmen wir den doch. Wenn der sich hier schon so anbietet. Dann nehmen wir den.
Es ist echt irre, wie groß die Welt einfach ist. Aber was halt im Untergrund ist, die Untergrund... er ist halt voll. Aber gleichzeitig fühlt der Untergrund im Vergleich zur Oberwelt sich wesentlich leerer an. Weil er halt dunkel und finster ist. Und du merkst halt unten halt nicht, was gerade abgeht, was für eine Tageszeit oder sonst irgendwas. Du siehst zwar rechts unten schon ein bisschen die Uhrzeit und so, aber kommst halt überhaupt nicht mit. Weil ich sag, das ist halt, glaube ich, auch das, was es halt ausmacht. Eben, dass du da unten so die Finsternis hast. Dass du das halt fühlst. Und dass halt alles so grau ist. Dann schauen die an. Dann war es ja nicht so grau. Nochmal ein paar Irrlichter eingehofft. Sitzt einer auf dem Pferd. Und hinter dem ist der Ausgang. Die Sache, die ich mich frage, ob wir hier auch einen Ausgang finden. Also die Sache ist eben... hier so ein Turm irgendwo ist. Hä? Ein Turm ist, bei dem wir uns hochporten können. So wird das so vor... ich glaube 2, 3 hatten wir das. Da ist auch eine ganze Mine unten. Es, Alter, was da unten einfach alles ist. Das ist doch komplett sick. Das könnte das ein Ausgang sein da hinten. Das führt hier noch weiter in die Mine rein. Ich glaube am ehesten, dass wir da hinten suchen könnten nach einem Ausgang. Oh. Weil hier die Heimquelle des Lebens. Wird es sich halt auch gut anbieten. Natürlich kommt der jetzt. Okay. Ach, wie schön. Ja, dann schwimmen wir halt mal. In der Geheimquelle des Lebens. War es eigentlich nicht so geplant, aber wenn sie uns da so rein triggern. Müssen wir ja da fast die Geheimquelle des Lebens ein bisschen genauer ansehen. Aber vielleicht ist das ein guter Ding, dass wir hier irgendwo hochkommen. Das dürfte jetzt schon ziemlich gut mit dem Plateau verbunden sein, alles. Licht.
Was hat hier alles zu Boss-Charakter wieder? Oh, oh, oh. Hier war's doch grad. Hier irgendwo. Willst du mich verarschen? Dann gehen wir halt hier hoch. Keine Ahnung, warum es da zwischendrin nicht geht. Oh. Da geht's noch weiter hoch. Und ich schau mal da hoch, wenn es da noch weiter hoch geht. Quelle des Lebens. Oh. Jetzt bin ich wieder so hoch, jetzt sehe ich wieder gar nichts. Hä? Ah, da hinten. Schauen wir mal, was das Licht bringt.